So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Super Mario Galaxy. Man kann es wieder kaum erwarten, mit Mario und euch ein neues Planetenabenteuer zu gestalten. Ja, ich wusste das letzte Wort nicht, deswegen gestalten, passt nicht so sehr, ne? Dum, dum, dum. Gut, nehmen wir hier noch den Fragezeichen-Stern mit. Da war ja eigentlich das 30, oder? 30? Wollte das Luma-Ding 30 haben? Ich glaube. Oh nee, das war ja doof, das zu überspringen. Aber naja, dann nehmen wir mal hier... Oh. Springen wollte ich eigentlich. Nehmen wir mal hier die Bomben mit. Nö. So, Sternteile, 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 Sternteile. Dann habe ich alle, oder? Nö, zwei noch. So, ich glaube, das war's schon, ne? Der wollte ja nicht, gar nicht so viel haben. Ich glaube 30, oder? Es könnte sein, dass ich ein bisschen zu weit weg vom Mikro bin. Oh. Super Mario. Wieso geht denn die Plattform weiter runter? Oh nein. Super. Ach Gott, Mann, ey. Heute sind ja meine Skills wieder am Start. Naja. Ist ja der erste Stern. Kann nur besser werden, Leute. So. Dann zischen wir weiter. Dum, dum. So, war das hier schon? Ja, da war schon mein Stern-Luma. Buja. So. Wie viel wolltest du? Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. 30, ne? Ja, geil. Dum. Okay. Sternteile, Sternteile, Sternteile. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Ein neuer Planet wurde geboren. Okay, das als Planet zu bezeichnen, die sind auch sehr großzügig, ne, mit dem Wort Planet. Wenn überlegt euch mal, die Erde ist ein Planet. Ach, verdammt, ja. Shit, 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 shit. Das ist eine Sackgasse, du bist in der Mülldeponie, aber jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Na klar. Oh, danke, danke. Das war irgendwie ganz... wie war denn das nochmal? Das war auch so... Hier musst du irgendwie ein paar schon aktivieren, weil sonst schaffst du es nicht in... Oder? War das nicht so? Hier musst du den Radius nutzen. So irgendwie war das. So, damit du schneller bist, oder? Oh Gott, das schaffen wir ja gar nicht. Okay, nächster Versuch. Wir starten gleich. Ich muss sie dann vorher aktivieren oder so. So war das irgendwie. Ach Gott, da erinnere ich mich. Ja, 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 ja. Komm, jetzt hilf mir doch mal. Bla, bla, bla. Sicher nicht. Na klar. So, zack. Die aktivieren. Und bam. Dann die nehmen und bam. Okay, so sollte es nicht sein. Die aktivieren und bam. Ah nee, ich mach das immer noch nicht so schlau. Oh, wie soll denn das funktionieren, Leute? Oh Gott, ich stelle mich aber auch an. Hm. Okay, da werde ich euch das gleich reinschneiden müssen. Das ist ja mega nervig.
So, einmal versuche ich es jetzt noch mit euch zusammen. Ach so. Na klar. So, ich werde jetzt nämlich Folgendes machen. Genau, ich werde die nehmen, die hier aktivieren und die hier hinten hinknallen. Jetzt auf den Radius hoffen, dass das da... Oh nein, zu nah, zu nah. Oh, okay. Okay, nee. Hä, kann das... Stehe ich mich echt so doof an, ne? Na gut, sah besser aus. Aber jetzt schneide ich euch den richtigen Versuch ein. So knapp, Leute! Oh, geil, Leute. Oh, seit 3 Minuten habe ich es jetzt versucht. Oder 4. Oh, so ein Scheiß. 4 Minuten. Oh, war das nervig. Alter. Aber wir haben es geschafft. Ich war echt unfähig. Ich konnte die nicht. Ich war so aufgeregt. Aber ja. Gut. Dann haben wir auch den Stern. Sehr schön. So, weiter geht es zur neuen Galaxie. Nämlich Bam Bam Ban Galaxie. Die Bam Bam Ban Galaxie. Oh, die sieht doof aus. Die sieht echt doof aus. Was ist es? Rennen und Musizieren. Ah, okay. Ja. Ich erinnere mich. Oder? Hä, die finde ich jetzt komisch. Was willst du, Schlaukopf? Rede mit mir. Dieser Boden verschwindet, wenn man auf ihn tritt. Pass auf. Achso, ja. Das habe ich mir vorgestellt. So, was willst du? Ich bin hier herumgelaufen, aber der Boden ist unter mir verschwunden. Oh. Das ist gefährlich. Ja, das glaube ich. Buja. Okay, da ist Musik. Oh Gott, das kriege ich da auch nicht hin. Ich laufe so doof gerade. Oh. Springen. Gut, kann ich da wieder starten oder muss ich immer von vorne? Oh, nee, das ist ja ätzend. Na gut. Aber ich bin ja... Okay. Okay. Wenn man zu viel will. So, Sternteile muss ich ja jetzt nicht immer mitnehmen. So, und dann nehmen wir das und sind auch schon da. Dann nehmen wir nochmal die Mützen mit. Und dann, oh, wie ist es denn am schlausten hier zu laufen? Ich glaube, ich laufe einmal rum und dann gehe ich zu... Wieso bleibe ich denn manchmal da stecken? Oh, wieder hängen geblieben. Oh Gott, ich habe Angst, Leute. Schaffen wir es diesmal? Ich glaube. Gott, mein Daumen ist so vom Joystick abgerutscht. Kennt ihr das? Und jetzt spiele ich nur noch mit dem Daumenrücken sozusagen. Oh. Oh Gott, kriege ich den jetzt automatisch oder sterbe ich jetzt?
Oh Gott, ich habe Angst. Angst? Fliegen? Oh Gott sei Dank. Na, 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 na. Aber okay, von dem ging wahrscheinlich jetzt die Gravitation aus. Also ich wäre von jeder Stelle, glaube ich, zu dem angezogen. Puh. Oh Gott. Also, es ist nur Mario, aber dennoch... Also, nur Mario, dennoch total, wie sagt man, erschreckend irgendwie. Na, erschreckend war das falsche Wort. Dennoch herausfordernd ist in Mario schon immer, das meinte ich damit nicht. Dennoch sehr belastend irgendwie. So angespannt ist man. Bowsers Sternfabrik. Hä, aber war das wirklich so, dass ich immer Bowser besiegen musste, bis ich dann quasi ein neues Zimmer freischalte? Kampf in Bowsers Festung. Wusste ich gar nicht, dass das so war. So, yes, yes, yes. Okay, und okay, was sagst du mir? Sprechen. Ich fühle einen großen Stern da drinnen, aber der Weg dorthin ist sicher mit Fallen gespickt. Pass gut auf dich auf. Ich versuche es. Erstmal sieht doch alles gechillt aus. Oh. Okay, den Pilz sollten wir immer mitnehmen. Ah, wir haben es raufgeschafft. Was passiert da denn? Okay. Sprechen. Die Gravitation hier ist total chaotisch. Achte auf die Pfeile auf deinen Weg. Ah, okay. So, und dann springen wir mal rüber und dann laufen wir ganz gechillt. Da. Ach Gott. Habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Okay. Dum, dum. Das kann ja auch niemals ein Planet sein, ne? Was ist denn hier passiert? Wieso ist alles so zerstückelt? Komme ich echt nicht auf dich herauf? Doch, müsste ich doch können. Ey, ich versuch's mal. Vielleicht kann ich von oben was erreichen, dann spare ich mir ja ein bisschen Weg. Da komm runter. Ey. Oh, nee. Oh, oh Gott, ich habe es überlebt, Leute. Ist ja irre. Das ist hier irgendein... Nee. Soll ich mal da ans Fenster springen? Ich glaube, das bringt nichts, oder? So. Ey, das wollte ich doch gar nicht. Shit, shit, shit. Oh, da ist er. Ah, der erste Bowser-Kampf. Da habe ich schon mal gegen Bowser gekämpft. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich, ne? Alter. Bist du denn des Wahnsinns? Ein Maxi-Pilz hol ich mir. Der. Oh Gott. Laufe, laufe. Ganz gechillt, ganz gechillt. Und jetzt bist du da. Huh. Krass, sieht geil aus mit dem Hintergrund, ne? Was soll es sein? Eine Sonne? Ho, 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 du bist weit gekommen. Dich werde ich zerquetschen und dann die Fetzen im Weltall verteilen. Ho, 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 ho. Alter, wieso kann er die Gravitation beherrschen? So, was muss ich hier machen? Er muss sich ihn auf sowas lenken? Wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Super, super, super. Kann ich ihn jetzt wehtun, oder? Gott, die Musik ist episch. Was ist für ein Sprechchor auf einmal? Muss ich ihn jetzt schlagen, oder? Ah, ja. So, jetzt holt er sich Freunde. Ah, nee, Sternteile. Na komm, hier kann ich einfach chillen. Ja, okay. Na komm.
Oh, so knapp, das geht doch gar nicht. Oh. Ja, sehr gut. Und jetzt irgendwie einholen, wo auch immer er ist. So, da. Oh nein. Und super. Das läuft doch ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst. Sternteile. Okay, jetzt dreimal. Und jetzt springen. Okay, ich bin zwar direkt in ihn reingesprungen, aber offenbar kriegt man da keinen Damage. Und jetzt einmal zurück. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon. Super. Keine Chance, der. Die Kröte. Schildkröte, ja. Kröte passt. Ach, ist das mies gelaufen, aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du kannst mich aufhalten? Das ist immer so affig. Jetzt kann er auf einmal sich wegzaubern, oder was? Gut. Naja, okay. Oh. Ach, wieder ein Riesenstern, stimmt ja. Oh. Buja. Großen Stern erhalten. Oh. Oh, es wird immer heller. Wir schaffen es. Dum 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 dum. Du hast einen Stern erhalten. 120 gab's, glaube ich, oder? Wie fährt das Spiel? Oh, cool. Ein großer Stern ist zurückgekehrt und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalt, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Oh, die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht, dem Zentrum des Universums. Wenn unsere Sternenkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. Gott, total umständlich geschrieben, ne? Speichern wir mal und damit möchte ich mich bei euch bedanken für einen weiteren tollen Part hoffentlich. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis bald, wenn es wieder heißt, Lucario spielt Mario. Verdammt. Toller Abschluss. Bis dann.